Herrschaften, ich darf Sie begrüßen zu unserem Kurs Physikalische Chemie. Mein Name ist Dr. Laut. Wir werden heute eine Aufgabe zum Thema Diffusion besprechen. Diffusion, was ist das? Das ist konduktiver Stofftransport ohne Strömung. Diffusion kann nur auftreten, wenn wir ein Konzentrationsgefälle haben. Wir brauchen ein Konzentrationsprofil über unser System hinweg und dann gelten die bekannten Fick'schen Gesetze, die Steigung des Konzentrationsprofils, dc nach dx, ist proportional der Geschwindigkeit der Diffusion und die Krümmung des Konzentrationsprofils, dc² durch dx² ist proportional der Änderung der Konzentration mit der Zeit. Wenn wir also ein beliebiges Konzentrationsprofil vorgegeben haben, können wir sofort sagen, wo die Diffusion am schnellsten ist. Und auch sagen sofort, wo die Konzentrationsänderung am größten oder kleinsten ist. Hier haben wir ein Konzentrationsprofil vorgegeben. Sieht so aus, dass auf der rechten Seite die Konzentration sehr hoch ist. Dann nimmt die Konzentration ab und auf der linken Seite ist die Konzentration gleich 0. Das Profil ist nicht linear, es ist eine S-förmige Form, das bedeutet, die Steigung ist überall unterschiedlich. Wir haben also eine nicht stationäre Diffusion vorliegen. Die Frage danach, wo die Diffusion am schnellsten ist, ist einfach zu beantworten, nämlich dort, wo die Steigung am größten ist. Man muss genauer sagen, wenn wir eine positive Steigung haben, dann ist Diffusion von rechts nach links gegeben. Wir haben hier nur positive Steigung, die ist hier am größten, die Steigung. Und wenn ich das mal markiere, dann habe ich hier die Zone, in der am meisten Stoffmengenfluss von rechts nach links passiert. Nach dem ersten Fick'schen Gesetz kann ich diesen Stoffmengenfluss ausrechnen. Die zweite Frage, wo sich die Konzentration am meisten ändert, ist nach dem zweiten Fick'schen Gesetz zu beantworten, nämlich dort, wo die Krümmung am größten ist. Die Krümmung, wenn wir die mal uns hier anschauen, die ist an zwei Stellen besonders hoch. Und zwar einmal an dieser Stelle ist die positive Krümmung sehr, sehr stark. Und an dieser Stelle hier ist die negative Krümmung sehr, sehr stark. Große positive Krümmung bedeutet, die Konzentration ändert sich mit der Zeit in positiver Richtung. Also hier wird nach einer gewissen Zeit die Konzentration zugenommen haben. Und auf der anderen Seite wird die Konzentration entsprechend abgesunken sein. Und das heißt, nach einer gewissen Zeit haben wir ein Konzentrationsprofil, was anders aussieht. Das wird so aussehen, dass hier die Konzentration zugenommen hat. Etwa bis hierhin. Hier wird die Konzentration abgenommen haben, etwa bis hierhin. Hier wird die Konzentration in der Mitte gleich geblieben sein, denn hier ist die Krümmung 0. Und wir haben dann ein Profil, was zum Beispiel so aussieht. Das kann man nach dem zweiten Fick'schen Gesetz berechnen. Und jetzt haben wir eine neue Situation, auf die wir wieder das zweite und erste Fick'sche Gesetz anwenden.